Kurz vor der halb vier ist eine Baumaschine von der Hauptstrasse in die Käfigkroner Strasse abgebogen. Dabei ist es zur Kollision gekommen mit einem 77-jährigen TÜV-Fahrer. Kann man zu der Unfallursache zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas sagen? Weiss man schon, wieso es zu dieser Kollision gekommen ist? Nein, die Unfallursache ist bis jetzt noch unbekannt. Zur Klärung der Unfallursache ist der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten worden. Jetzt der Führer ist auch auf Platz. Was haben die für eine Aufgabe bei diesem Unfall? Ja, für die Spurensicherung und Klärung der Unfallursache musste die Strasse gesperrt werden. Und das hat die Feuerwehr Gachnang übernommen. Was haben die ersten Einsatzkräfte angetroffen, die da vor Ort sind? Was für ein Bild hat sich da gezeichnet in Islikon? Ja, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau war der TÜV-Fahrer nicht ansprechbar und er wurde dann betreut worden vom Rettungsdienst und dem Notarzt.